Hallo Freunde des feinen Whisky-Genusses. Hier ist wieder Ansgar, euer Whisky-Wikinger. Und heute stelle ich euch einen Whisky vor aus den nördlichen Highlands. Es handelt sich um einen Glenmorangie aus der Legends-Serie. Und zwar um den Cat Bowl. Was hat es nun mit dieser Abfüllung auf sich? Das ist eigentlich eine spannende Sache. Ich kenne den Cat Bowl eigentlich nur als, ja, Age Statement Whisky mit 15 Jahren. Und dieser Cat Bowl mit 15 Jahren ist auch eine reine Ex-Bourbon-Fassreifung. Diesen, den ich heute hier nun habe, ist vom Design her letzten Endes ähnlich, kommt aber wie gesagt aus der Legend-Serie und ist eine NAS-Abfüllung, No Age Statement. Und es ist eine Vorbelegung aus Bourbonfässern mit einem anschließenden Finish in französischen Süßweinfässern. Und da handelt es sich um Muskatwein und Semillon-Wein. Muskat kenne ich eigentlich von früher mehr aus dem Schwarzmeerraum als einen sehr süßen, fruchtigen Weißwein mit einer tiefgoldenen Färbung. Aber wie gesagt, die Muskattraube gibt es ja überall. Semillon-Wein sagte mir nichts, aber letzten Endes muss es sich ja offensichtlich um einen süßen Weißwein handeln. Demzufolge französische Eiche wahrscheinlich als Fasstyp. Und das bringt eine ganze Menge Würzigkeit mit sich. Er ist mit 43 Volumenprozent abgefüllt. Er ist gefärbt, so wie das bei Glenmorangie üblich ist. Interessanterweise habe ich keine Angabe über Kühlfiltration gefunden. Die Whisky Base spart sich da auch aus. Zu Glenmorangie habe ich ja schon in der Vergangenheit eine ganze Menge gesagt. Klar, nördliche Highlands gehört zum großen, ja, Luxuskonzern Louis Vuitton und Hennessy. Ist bekannt dafür, die höchsten Brennblasen in Schottland zu haben. Allein die Hälse sind schon fast 8 Meter hoch. Und dazu kommen ja heute noch eine ganz andere Rest der Brennblase. Glenmorangie gefällt mir sehr, sehr gut, bin ich ehrlich. Ich weiß, viele haben mit Glenmorangie ein Problem, halten Whisky für langweilig, kritisieren, dass er fährt, in der Regel immer mit einer sehr geringen Trinkstärke abfüllt. Nichtsdestotrotz, ich mag ihn. Seinerzeit fand ich die Dreier-Finish-Serie, die sie ja leider umgestellt haben, hochinteressant. Den La Santa mit 12 Jahren, den Quinta Ruban mit 12 Jahren, war für mich oder ist immer noch mit einer der besten Portwein-Reifungen, die ich kenne. Der 14-Jährige kommt nicht ansatzweise, meine persönliche Meinung, an die Qualität und Intensität des 12-Jährigen ran. Und der 12-Jährige Nectar d'Or war für mich der Inbegriff eines eleganten Whiskys. Ja, ansonsten habe ich schon, ja, was habe ich schon probiert von Glenmorangie? Den 10er, klar, war einer der typischen Einsteiger für mich. Und natürlich die 19-Jährigen. Was noch eine First Fill Ex-Bourbon Fassreifung ist, aber ich finde den mega, mega gut. Da zeigt eigentlich für mich Glenmorangie, was man mit Ex-Bourbon Fassreifung hinbekommt, mit einem gewissen Alter und eine gute Auswahl an Fässern. Aber heute geht es um den Cat Bowl. Cat Bowl, weshalb Cat Bowl? Genauso wie der 15-Jährige, der ja wie gesagt eine reine Ex-Bourbon-Fassreifung darstellt, stammt die Gerste von der Farm Cat Bowl, die in der Nähe von Glenmorangie liegt. Ja, das zu den Eckdaten. Wie gesagt, ich wiederhole nochmal. 43 Volumenprozent, gefärbt. Kühlfiltration weiß ich es nicht. Eine Vorreifung in Ex-Bourbon-Fassreifung und ein anschließendes Finish in französischen Süßweinfässern, Muskat und Semignol Wein. Ich bin gespannt.
Naja, so gespannt bin ich nicht. Ihr wisst, ich probiere den Whisky immer vorher, setze mich mit denen auseinander und ihr seht am Füllstand der Flasche, dass ich das hier auch schon gemacht habe. Das ist ein Whisky, bin ich ehrlich, der erschließt sich nicht sofort. Also jeder, der einen Whisky kennenlernen möchte mit einem Sample vom 5cl oder meinetwegen auch 10cl, würde bei dieser Abfüllung dran scheitern. Die Süße ist da. Und eine Süße wirklich von Weintrauben, von hellen Weintrauben. Eine leichte Vanille. Die Weintrauben sind sehr schwer, sehr reif. Eiche schwingt definitiv mit. Bringt so eine Würzigkeit rein, so eine Erdigkeit. Erinnert so ein bisschen, um nicht ganz so poetisch zu werden, an ja, Erde, die nass geworden ist durch einen Sommerregen. Jeder, der im Garten hat, der weiß das. Ja, wenn man gerade frisch umgegraben hat und im Sommer ist es warm und jetzt kommt ein weicher Sommerregen rüber. Und da hat die Erde so einen gewissen Duft, so einen schweren, intensiven Duft. Und den meine ich hier wieder zu finden. Neben dieser Süße durch die hellen Weintrauben kommt auch so eine leichte Säure mit rein, die einen schönen Kontrapunkt zu der Vanille setzt. Also das ist eine andere Süße, als wir die vielleicht von PX-Fässern her kennen, wo das eher in so eine Sirupsüße geht. Hier ist es eher so eine herbe Süße. Ich will jetzt nicht sagen Honig, das nicht. Aber so eine Würze ist mit drin. Er wirkt sehr verschlossen. Und er wirkt, ja, als wenn da durchaus ältere Fässer mit drin sind. Also, wie ich eingangs schon sagte, das ist ein Whisky, der sich nicht sofort erschließt und mit dem man sich wirklich intensiv und lange auseinandersetzen muss. Auch wenn ich jetzt schon mehrere Drams genossen habe, mich intensiv abends damit auseinandergesetzt habe, stellt er für mich immer noch eine Herausforderung dar. Da ist was drin, was sich für mich sehr schwer greifen lässt. Ich kann sagen, es gefällt mir gut, aber ich kann es wirklich nicht richtig in Worte fassen. Ja, also die genannten Eindrücke, Weintrauben, diese erdige Note, diese Würze, leichte Säure, Vanille, die sind relativ offensichtlich, aber daneben schwingt da sowas mit. Ja, das könnte tatsächlich von den Muskatweinfässern kommen. Wie gesagt, Muskatwein habe ich als Jugendlicher getrunken, weil es ein billiger Wein war. Ja, unter 2 Euro, 2 D-Mark die Flasche. Und zum Vorglühen war das immer ganz gut. Hat mehr geballert als Bier. Kann sein, dass da sowas damit in Verbindung gebracht werden kann. Nase gefällt mir gut. Hat eine schöne Komplexität, gerade für einen NAS-Whisky. Und die 43 Volumenprozent sind hier nicht spürbar, nicht in der Nase. Slunch. Cremiges, buttriges Mundgefühl. Mundraum wird ausgekleidet.
Vanille schiebt ordentlich nach vorne. Eine süße Vanille, eine cremige Vanille. Die Weintrauben sind jetzt wieder da, sehr präsent, gerade jetzt mit einem leichten Britzeln im vorderen Zungenraum. Mit dem Antritt kam eine Schärfe. Ob das jetzt eine alkoholische Schärfe war oder so eine Eichenschärfe, kann ich jetzt so gar nicht so genau sagen. Jetzt ein Abgang. Deutliche Eichennoten, leichte Bitterkeit, was so in Richtung Espresso geht. Eine sehr kakaohaltige Bitterschokolade. Zwischendurch blitzt aber immer wieder die Süße der Vanille auf und die Weintrauben. Hält sich sehr, sehr lange im Mund. Abgang, das ist kein mittellanger Abgang, das ist wirklich ein langer Abgang. Die 43 Volumenprozent stehen sehr, sehr gut. Haben ordentlich Kraft hier in diesem Whisky. Ja, die vorher von mir beschriebene sehr kakaohaltige Schokolade ist im zweiten Schluck schon etwas heller geworden. Es ist noch keine Milchschokolade, aber geht eher in Richtung Zartbitterschokolade. Die Vanille ist präsent, die Weintrauben sind präsent. Den Weineinfluss kann er nicht leugnen, will er auch nicht. Die Eiche ist beim zweiten Schluck nicht mehr ganz so bitter. Obwohl es sich wirklich in diesem Fall um eine angenehme Bitterkeit handelt. Ne? Aber die meine Videos kennen, wissen, ich habe mit Bitterkeit auch nicht unbedingt so das Problem. Aber die europäische Eiche, die ist präsent, definitiv. Am Anfang schön die Bourbonfässer, die amerikanische Weißeiche. Und die werden wirklich massiv abgelöst durch die europäische Eiche. Er wird von Schluck zu Schluck angenehmer, süffiger. Eine gewisse Eleganz ist da, aber die ich auch grundsätzlich mit Glenmorangie verbinde. Die Süße harmoniert sehr schön. Die eingangs von mir beschriebene Schärfe ist jetzt in der Auseinandersetzung mit dem Whisky zu so einer Eichen-Ingwer-Note gewandelt, die sich jetzt so langsam durch die in der Nase schon deutlich wahrgenommene Säure ablöst. Und da reden wir ganz klar bei der Säure um helle Johannisbeeren. Am Gaumen erschließt sich der Whisky mir persönlich eher als in der Nase. Ich finde ihn gelungen, schmackhaft. Vom Preis her ist eine Literflasche. Primär für den Reisehandel ist der rausgekommen. Aber ihr wisst ja, was ein Reisehandel ist, kommt über kurz oder lang auch in den Nomadenhandel. Diesen Whisky gibt es seit 2018, 2019. Ich weiß jetzt nicht, ob ein Bottlecode draufsteht, um zu gucken, aus welchem Jahr jetzt hier meine Abfüllung kommt. Bottlecode finde ich jetzt nicht. Aber wie gesagt, 2018, 2019 kam der raus. Ist im Reisehandel immer noch erhältlich für um die 64 Euro. Und wenn man das jetzt runterrechnet auf 0,7, reden wir hier über einen sehr gelungenen, intensiven Whisky, der in der 0,7er Flasche vielleicht irgendwas bei 45, 48 Euro kosten würde. Daher gibt es von mir für diesen Glenmorangie aus der Legends-Serie mit den eindrucksvollen Namen Cat Bull eine absolute Kaufempfehlung.
Wer mit den von mir beschriebenen Notes klarkommt, wer intensive Weißwein-Finishes mag und sich wirklich mit einem schwierigen Whisky auseinandersetzen möchte, ist hier gut beraten. Ja? Durch seine Süffigkeit, durch seinen Geschmack ist er natürlich auch, sag ich mal, für, ja, ich will jetzt nicht sagen Whisky-Neulinge, aber eben halt auch für Leute geeignet, die einfach einen leckeren Whisky genießen wollen, ohne da jetzt unheimlich drüber nachdenken zu müssen. Ja, also dieser Whisky bedient wirklich beide Lager. Ja, man kann sich mit ihnen schön auseinandersetzen, in Ruhe mit ihnen in Dialog treten, muss man aber nicht, man kann ihn einfach auch genießen, weil er schmeckt. Und wie gesagt, vom Preis her muss ich sagen, 64 Euro für den Liter halte ich für diese Abfüllung mehr als nur angemessen. Und unterstreicht nochmal so eine These von mir, dass es auch 2022 immer noch gute, bezahlbare Whiskys gibt. Man muss einfach auch mal woanders hingucken und auch gerade mal, sag ich mal, wir reden hier über Glenmorangie, Louis Vuitton und Hennessy. Auch die haben bezahlbaren, richtig guten Stoff. Ja, in dem Sinne möchte ich euch in die Arbeitswoche entlassen. Bleibt mir gewogen. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst mir einen Daumen nach oben. Die es noch nicht getan haben, würde ich mich natürlich total über ein Abo freuen. Und in dem Sinne, Ansgar, euer Whisky-Wikinger. Ciao.